So, hallo. Heute gibt es mal wieder ein neues Video von MJX 16208. Erste Fahrt im Skatepark. Mal gucken, wie skateparktauglich der kleine Flitzer ist. Also ich war jetzt wirklich bisher noch nie auf dem Skatepark. Mit dem bin ich auch noch gar nicht so arg oft gefahren. Wo ich war, war ein bisschen im Gelände, im Wald. Also das Auto an sich ist ja wirklich robust, aber ob er jetzt so ein Skatepark auch aushält, das weiß ich nicht, aber das wollen wir heute mal prüfen. Also man hört sofort, er schlägt relativ hart auf dem Boden auf mit dem Chassis, weil natürlich der Federweg recht begrenzt ist. Die Stoßdämpfer können natürlich jetzt so tief einfädern wie die vom X-Max oder dergleichen. Gerade eben habe ich auch da schon die Bande hier irgendwo, war es glaube ich, mitgenommen. Das hat auch einen schönen Bums gemacht, aber da hat es jetzt noch nichts verrissen. So, da fehlt mir jetzt natürlich die Aufrichtfunktion. Das haben wir ja im letzten oder vorletzten, ich glaube im letzten Video getestet. Selbst aufrichten kann er sich nicht. Ja, er ist schon durchaus in der Lage zum Springen und er ist auch in der Luft steuerbar. Aber er klatscht halt wirklich hart auf den Boden auf mit dem Chassis. Also mit dem Chassis halt, ja. Ich weiß nicht, wie oft er das machen kann, bis irgendwas kaputt geht. Ich habe aber schon gesehen, dass es auf AliExpress hier so eine Edelstahlplatte gibt, die man also quasi aufs Originalchassis hier, ich hoffe, sie ist auf der Kamera, die man hier drauf schraubt, also hier auf die Chassisplatte. Die schützt dann natürlich vor solche harten Aufschläge. Wäre unter Umständen eine Überlegung wert. Also auf der Räder landet, das mag er auch nicht so gern. Wenn er mal einen Purzelbaum macht, dann landet er in aller Regel auf dem Rücken. Ja, das ist natürlich die tückische Stelle. Ich habe es gerade nur gedacht, da muss ich aufpassen. Ich war schon mit größeren Fahrzeugen, beziehungsweise mit dem X-Max hier in dem Skatepark ein paar Mal und bin da auch dagegen gedonnert. Ja, da muss man echt ein bisschen aufpassen. So, ich habe jetzt Bock, mal ein bisschen einen größeren Sprung zu machen. Mal gucken, ob ich das irgendwie nahe kriege. Jetzt liegt er natürlich schon wieder auf dem Boden, auf dem Rücken. Bin jetzt auch mal gespannt, wie lange der Akku hebt, weil, ja natürlich Rücken, was sonst. Bin mal gespannt, wie lange der Akku hebt, weil der Akku ist nur auf Lagerspannung. Das ist jetzt der 3S Akku, der drin ist. Ich habe auch noch zwei Stück 2S Akkus dabei, falls wir hier jetzt relativ schnell leer sind, aber das sehen wir ja gleich. Ich denke mal, eine Weile hebt er schon, 10 Minuten bestimmt. Ja, ist schade. Schade, dass es mit dem Aufrichter nicht funktioniert.
Was wir jetzt aber machen, ist mal Licht an, weil es so dunkel. Also Skatepark tauglich, ja, würde ich sagen, ja. Aber halt natürlich. Oh, der landet tatsächlich auf der Räder, ausnahmsweise, ja, Glück hätte. Skatepark tauglich, ja. Aber natürlich nur bedingt aufgrund der Größe. Es ist halt und bleibt ein 1 zu 16. Stimmt das? Doch, ich glaube 1 zu 16, oder? Also die Ecke hier, die nimmt eigentlich ganz gut. Jetzt liegen wir mal wieder auf dem Rücken. Ich hoffe mal wirklich, dass der den Tag heute überlebt. Ich hätte auch richtig Bock, hier mal drüber zum Schanzen. Mal hinter landet man ja relativ weich, wenn man es auf die Grasfläche schafft. Da ist ja Gras. Ich glaube, das probieren wir jetzt einfach mal. Oder? Machen wir das jetzt? Sollen wir kaputt machen? Also ist natürlich nicht meine Intention, den kaputt zu machen, aber es könnte natürlich passieren. Er hat es jetzt geschafft. Ich habe jetzt leider, als er in der Luft war, ein bisschen schlecht reagiert. Das Problem ist dann gleich nochmal. Oh, das war ein Satz mit X. Oh, das war ein sehr harter Aufschlag. Ich hoffe mal, es ist nichts kaputt gegangen. Aber es sieht nicht so. Oh doch, es ist was kaputt gegangen. Es ist tatsächlich was kaputt gegangen. Ja, es ist was kaputt. Okay, das war's. Ich nehme jetzt gleich die Kamera runter von meinem Kopf und zeige es euch mal aus der Nähe, was passiert ist. Passiert ist, dass hier der Querlenker abgerissen ist. Da sieht man die Bruchstelle, ich hoffe, man sieht es. Der Querlenker ist auf jeden Fall raus und somit auch die Antriebswelle. Das ging jetzt doch schneller als gedacht. War wohl jetzt doch keine so besonders gute Idee, in den Skatepark zu gehen mit dem Auto. Beziehungsweise, ja, kann man machen. Aber die Idee, da drüber zum Springen, die war jetzt wohl nicht die allerbeste. Gut, jetzt gucken wir mal, ob man wenigstens noch fahren kann. Vielleicht, vielleicht kann ich noch notdürftig zusammenfliegen. Steuerung ist ganz praktisch, man kann mit einer Hand bedienen. Also er fährt auf jeden Fall noch. So, also ich habe ihn jetzt mal so notdürftig zusammengeflickt. Der JD ist jetzt auch gleich da mit seiner kleinen MJX. Ich weiß jetzt nicht genau, was er dabei hat, aber irgendein MJX wird er dabei haben. Und dann gucken wir mal, was der JD heute noch so kaputt kriegt. Also bei mir ging es jetzt ein bisschen arg schnell. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er so schnell kaputt geht, aber na ja, gut. Jetzt weiß ich es. Also auf jeden Fall ist jetzt notdürftig geflickt. Zum Fahrer reicht es. Könnte sein, dass er ein bisschen in irgendeine Richtung zieht. Aber schlimm ist das ja jetzt nicht. Ja, das ist also, was gebrochen ist, ist übrigens die Dämpferbrücke, die hintere. Die hat also das Zeitliche gesegnet. Jetzt kriege ich hinter die Klappe nicht mehr so gut. Nicht mehr so gut zu oder eigentlich gar nicht mehr, weil da der scheiß Kabelbinder jetzt im Weg ist. Genau da, wo die Klappe eigentlich einrasten soll. Am besten mache ich die Karo fest mit zwei weiteren Kabelbinder.
einfach drumherum. Ich denke, man sieht es ganz deutlich, das linke Hinterrad startet jetzt ein bisschen schief, aber es ist soweit fest. Es kann sein, dass ich jetzt wahrscheinlich die Spur korrigieren muss. Ja, es schleift natürlich jetzt ein bisschen. Und schon wieder liegt er auf dem Rücken. Aber es funktioniert. Also er fährt. Und da das Auto so leicht ist, denke ich, dass die Kabelbinder auch ein bisschen was aushaltbar wird, weil da jetzt so viel Last drauf kommt. Aufgrund von dem geringen Eigengewicht vom Auto. War ja gerade einwandfrei. Ups. Oh, jetzt ist er aus. Das heißt, mein Akku ist leer, weil, habe ich auch schon mal im Video gesagt, der MJX macht keine Anzeige dafür, wenn der Akku leer geht. Also der ist auf einmal leer. Volle Leistung bis zum Schluss und zack, aus. Und wenn man jetzt ausschaltet, was man auch mit geschlossener Karo machen kann, und wieder einschaltet, dann fährt er zwar noch, aber nur ganz kurz und dann ist auch schon wieder Ende. Also da kommt man nicht mehr wirklich weit. Obwohl, wieso fährt er jetzt wieder? Ah, jetzt ist wieder aus. Okay, das heißt, ich muss jetzt meinen anderen Akku einbauen. JDRC ist auch am Start, gerade angekommen mit seinem 16210, muss das sein. Guten Tag, Simon. Guten Tag. Was hast du heute gemacht? Querlenker hinter links. Ah ne, Querlenker selber nicht, sondern die Dämpferbrücke. Ich wechsle jetzt auf jeden Fall kurz meinen Akku. Dann sehen wir uns gleich wieder. Mit weniger Leistung, weil ist ja dann ein 2S. So, wir sind wieder am Start. Wie gesagt, mit weniger Leistung. Jetzt ist jetzt ein 2S Akku drin. Normal wäre es ein 3S Akku. Der ist jetzt aber leer. Aber für das Skatepark reicht es vollkommen aus, ein 2S Akku. Da wird wahrscheinlich ein 1S Akku schon reichen, weil du hier im Skatepark sowieso ein Vollgas geben kannst. So, der JD, der ist auch im Spieler. Also die zwei Fahrzeuge sind im Prinzip dieselben Modelle, nur der vom JDRC ist ein bisschen tiefer gelegt. Also das Chassis sitzt einfach tiefer, aber vom Grundaufbau her sind es dieselbe Fahrzeuge. So wie auch der 16209. Ja, also wie gesagt, die Leistung, die reicht vollkommen aus für einen Skatepark mit 2S in dem Fahrzeug. Also die legen sich sehr gerne auf der Rücke. Ich denke mal, der 16210 von JD wird wahrscheinlich weniger oft auf dem Rücken liegen, weil er einfach tiefer liegt auf dem Boden. Das kann natürlich sein. Ja, da muss ich heute Abend auf jeden Fall gleich Ersatzteile bestellen. Kostet zum Glück nicht viel Geld und ich habe es mir nur gedacht, ich habe schon ein paar Ersatzteile bestellt für den 16208.
Und da hat mir nur gedacht, da könntest du eigentlich gleich ein paar mehr bestellen. So gerade wie Dämpferbrücke, Querlenker etc. Habe ich aber da nicht. Und jetzt könnt ihr sie brauchen. Ja, aber wie ihr seht, also die Kabelbinderreparatur, die provisorische, die hat wunderbar funktioniert. Also der fährt einwandfrei. Tja, ich habe jetzt mal die Lenkung einstellen müssen. Ah, macht schon Spaß, der Kleine. Ich denke, was ich auf jeden Fall mitbestellen war, ist die Bodenplatte aus Stahl, damit der halt immer so dermaßen, also aufklatschen wurde natürlich deswegen trotzdem, ist ja logisch, sogar noch mehr als vorher. Aber der Kunststoff wird dadurch dann nicht so beeinträchtigt. Macht auf jeden Fall mega Laune. Ein bisschen dran gewöhnt hat, wie man mit dem Fahrzeug am besten fährt, gerade auch im Skatepark, dann weiß man, was er kann und dann macht es noch mehr Spaß. Ja. Ich hoffe jetzt mal, dass die Windgeräusche im Video jetzt so schlimm sind, aber ich denke mal, ein bisschen wird man es schon hören, weil es ist relativ windig jetzt im Moment, gerade geht's. Ansonsten tut es mir leid für die Windgeräusche, ich kann es leider nicht abstellen. Er tut mir den Gefallen selten, dass er auf die Räder landet wieder, wenn er einen Überschlag macht. Aber damit muss man halt leben, wenn man das Auto hat. Das ist halt so. Erinnert mich ein bisschen an mein zweites RC-Auto, das war ein Really Bash. Das war auch einer von seinen Spezialitäten, dass er ständig wie eine Schildkröte auf dem Dach gelegen ist. Also hier muss man echt mutig sein, wenn man hier von unten nach oben hochknallt, weil durch diesen Absatz hier kann das auch mal ganz schnell schief gehen. Eigentlich wäre die Seite auch praktischer, fällt mir gerade so auf, weil es da viel breiter ist. Uiuiui, jetzt hat er sich mit dem linken Vorderrad, rechter Vorderrad ein bisschen eingekackt. Komm, land einmal auf. Jawohl. Hat er sich gerade ein bisschen eingekackt hier an der Kante, aber nichts passiert. So, jetzt fahren wir ein bisschen durchs Gras hier. Ich hoffe mal, da hat irgendwo ein Hund nachgeschissen. Ja, das. Ach nee, ich glaube, das Risiko ist mir zu hoch. Das mache ich jetzt doch lieber.
Hätte mich jetzt zwar echt interessiert, ob er da durchkommt. Na, hier oben können wir es vielleicht ein bisschen probieren. Ja, ist schon vorbei, ist schon vorbei. Also. Also mit hohem Gras, wenn es mal höher ist wie 10 cm, dann ist schon vorbei. Mager nicht mehr. Hubala. So, jetzt muss man mit JD sein Auto aufstellen. Ist umgefallen. So, da springen wir jetzt mal hoch. Ich habe zwar keine Ahnung, also wenn man hier hochknallt, dann wollen wir wahrscheinlich entweder im Mülleimer landen oder zwischen Mülleimer und der Sitzbank da. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wo stelle ich mich her, dass ich mir jetzt selber in die Füße fahre? Erstmal kurz langsam antesten, Flugbahn abchecken. Okay, ja, ist jetzt nicht so gut geeignet, die Schanze, weil die halt sehr hart beginnt. Also das ist schon eine scharfe Kante da unten. Da verliert er an Geschwindigkeit und klatscht da halt ein bisschen auf. Ja, nee, das ist jetzt so gut. Man hat es auch, glaube ich, ganz gut gehört jetzt. Das machen wir nicht mehr. So, der JD operiert irgendwas. Hat er auch schon was kaputt gemacht oder muss er bloß den Akku wechseln? Ihr werdet es erfahren, wenn ihr das Video auf JDRC's Kanal anguckt. Wird bestimmt in den nächsten Tagen online kommen. Übrigens gern ein Abo dalassen und ein Like fürs Video. Ich freue mich über jedes Abo, über jeden Kommentar, über jeden Like. Und ich lese mir auch alle Kommentare durch. Also die Schanze dahinter, die macht mich schon immer noch an, aber wir haben ja gesehen, was vorher passiert ist. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Eigentlich könnte man es ja schon noch mal machen, jetzt ist er eh schon kaputt. Aber ich glaube, ich schanze jetzt mal volle Kanne. Hier drüber. Da landen wir dahinter im Kies. Also jetzt nicht ganz so hart. Und natürlich wie üblich auf dem Rücken. Wobei ich glaube, bei solchen Sprüngen ist mir fast lieber, wenn er auf dem Rücken landet, weil dann trifft es wenigstens die Kunststoffteile, die Aufhängung, also Querlenker und Brücke und so weiter. Ist eigentlich sicherer. Oh, das war am Ziel vorbei. Oh. Ja, ich treffe die Rampe jetzt richtig, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich zu weit nach rechts komme und dann den fetten Betonpfeiler treffe. Aber Mut zur Lücke, oder war eine Schnake. Und natürlich muss genau jetzt der Akku leer gehen, ist ja klar. Damit er auf jeden Fall latschen muss. Der JD hat sich auch schon wieder auf den Rücken gelegt. Helfen wir dem mal kurz auf. So, ja, zweiter Akku leer, natürlich klar. Eigentlich kann man wesentlich länger fahren mit den Akkus. Aber da meine Akkus halt alle auf Lagerspannung waren und nicht vollgeladen, Gott, halt nicht so lang. Haben wir jetzt ausgeschaltet, wieder eingeschaltet. Mal gucken, ob wir es noch schaffen. Ne, ist schon wieder aus. Dann wechsle ich jetzt mein letzter Akku. Und dann geht es gleich weiter. So, der letzte Akku für heute ist eingebaut. Ich schätze mal, es wird jetzt wahrscheinlich nochmal ja, so 5 bis 10 Minuten Fahrspaß sein. Und dann ist auch endgültig Schluss. Für heute, weil dann habe ich keinen Akku mehr. Jetzt will ich aber noch mal versuchen, über die Rampe hier zu springen. Da muss der
JD, aber aus der Schussbahn. Das hat er wunderbar gemacht, also schön geflogen. Man sieht es halt jetzt so von, wenn man in Flugrichtung steht. Ich versuche es jetzt nochmal, die Rampe vernünftig zu treffen, wenn ich daneben stand. Naja, das war jetzt auch eher so halblebig. So, dahinter ist ein großer Absatz, da können wir nicht drüber. Oh, bis auf den Purzelbaum sah es ganz passabel aus. Aber man soll ja sein Glück nicht überstrapazieren, deswegen. Das war doch mal ein schöner Sprung. Der war so schön, dass man es gleich nochmal macht. Und wahrscheinlich verkacke ich es jetzt. Oh ne, war auch okay. Aber er landet natürlich wieder auf dem Rücken, wer hätte es gedacht. Ach, ich habe vergessen, das Licht wieder anzumachen. Ist ja dunkel, gell? STVO und so. Wieder. Ja, das ist echt ein bisschen nervig mit dem Rücken, mit der auf dem Rückenliegerei, aber ist halt so. Sollen wir jetzt noch mal einen Sprung wagen? Ich glaube, wir wagen noch mal einen Sprung. Ist doch scheißegal. Wir müssen eh Ersatzteile bestellen heute. Also scheiß drauf. Und bitte jetzt ein Like dafür, dass ich mein Auto jetzt wieder kaputt mache. Huppa. Oh oh. Der ist auf jeden Fall auf dem Rücken gelandet, wie sich das angehört hat. Aber er tut noch was. Hoppala. Ja, er hat es überlebt, ist nichts passiert. Kann man eigentlich dann vielleicht auch nochmal machen. Das macht schon Spaß. Das macht echt Spaß. Das ist halt ein bisschen mit Risiko verbunden. Was ist jetzt? Wo ist er? Ja, ich habe es jetzt natürlich nicht gesehen, wie er gelandet ist. Aber auf jeden Fall glaube ich jeder auf die Räder. Ja, mit 3S ist es natürlich leichter, da drüber zu kommen. Bei meinem ersten Versuch war es, glaube ich, nur mit einem 3S. Aber es geht auch tatsächlich mit einem 2S-Akku. Oh, jetzt hat er sich so lange überlegt, wo er nachfliegt, und dann war es wieder der Rücken. So, einmal noch. Das war auf jeden Fall der Rücken. Oh, er steht auf den Rädern. Aber ich glaube, dass er trotzdem auf dem Rücken gelandet ist. Upp, jetzt fahre ich mich gar nicht selber über den Haufen.
Jetzt springe ich aber einmal, ist mir scheißegal, was jetzt passiert. Ich springe jetzt nur einmal über die fette Rampe. Und dann mache ich es aber heute nicht mehr. So. Okay, so wird das ja schon mal nichts. Das könnte sein, dass wir jetzt tatsächlich auf die. Ne, wir sind nicht auf die Räder gelandet. Wieder nicht. Aber es ist auch nichts kaputt gegangen, wie es aussieht. So, jetzt ist mir gerade der Kamera-Akku leer gegangen von der GoPro. Aber der 2S-Akku ist jetzt sowieso fast leer. Und ich filme jetzt gerade mit dem Handy kurz den Schluss. Was mir jetzt gerade nur aufgefallen ist, der Dämpfer ist gebrochen. ja, er ist trotzdem ganz normal weitergefahren, weil die Feder ja immer noch da ist. Mir ist nur aufgefallen, dass er ein bisschen komischer einfedert. Und dann haben wir geguckt und gesagt, ja, okay, Dämpferstange ist durchgebrochen. Ja, gut, überschaubarer Schaden. Also, ich habe Ersatzdämpfer schon daheim. Die haben kostet 8 Euro und zwar für alle vier. Also, von daher ist der Schaden da gleich geschätzt. Ja, also, was kann man abschließend sagen? Was kann man abschließend für Fazit geben für den Skatepark? Es funktioniert, ist auf jeden Fall skateparktauglich, aber man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen aufpassen, weil die ganz harten Dinger, die verkraftet er dann halt doch nicht. Aber insgesamt hat er eine ganz gute Figur gemacht, finde ich jetzt, zumindest mal auf dem Skatepark. Der hat jetzt auch nicht so die überkrasse Rampe. Also da kann man schon Spaß haben. Aber wie gesagt, halt immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, und dann hat man viel Spaß mit dem kleinen Auto. Ersatzteile sind zum Glück auch jetzt so teuer. Also alles im bezahlbaren Bereich. Muss jetzt halt gleich noch bestellen. Und dann kann man vielleicht bis nächstes Wochenende schon wieder fahren gehen. Ja, dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß gehabt mit dem Video. Bitte nicht vergessen, ein Like da lassen und ein Abo. Das wäre echt nett, hätte mich freier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!